Ja, heute steht was Besonderes an in der V8 Lounge, und zwar wird eine Spur- und Sturzeinstellung an Andys Corvette vorgenommen und ich nehme euch mal mit. Viel Spaß! Ja, ich nehme jetzt mal Platz hier in Andys Corvette und mache mich auf den Weg zur Vermessungsbühne. Vielleicht, ja, was ihr dort im Fußraum sehen könnt, im Beifahrerfußraum, das sind die Utensilien, die man braucht, um bei einer Corvette die Spur einzustellen und auch den Sturz sowie den Nachlauf. Da haben wir hier einmal diese Platten, die sind für die Hinterachse. Und es gibt hier diese dünneren, kleineren Plättchen, die sind für vorne. Das ist, um den Sturz und den Nachlauf an der Vorderachse einzustellen. Und es gibt bei der Corvette einfach verschiedene Dinge, die man einstellen kann. Also die Amerikaner bezeichnen das, also die einzelnen Punkte, Spur, Sturz und Nachlauf, als Toe, Camber und Caster. Und es ist halt so, dass es da Unterschiede gibt, wie man das Ganze machen kann. Also man kann eine ganz einfache reine Spurvermessung machen. Die Amerikaner sagen dazu Toe and Go. Das ist eher so die, ja, Billig-Variante, weil man da quasi nur einstellt, ob die Räder gerade nach vorne stehen. Und wenn man das Ganze aber aufwendiger macht und wenn man es richtig macht, dann macht man eben eine Spur-, Sturz- und Nachlaufvermessung. Und dafür braucht man eben diese Einstellplättchen. Und ich zeige euch jetzt mal, wenn wir dorthin fahren, wie das gemacht wird. Das Ganze ist auch deutlich aufwendiger und damit natürlich auch deutlich teurer. Okay, so, jetzt geht's los. Ich starte mal hier das Auto. Zweimal Gas geben. Das ist ein Schalter. Da muss man den Zündschlüssel rumdrehen, damit man den Rückwärtsgang rausbekommt. Das ist bei allen Schaltern so. Da kann man den Zündschlüssel nur zurückdrehen, wenn man den Rückwärtsgang eingelegt hat. So. Springt gut an. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst doch ein Abo da. Ja, hier kann man sehr schön die Messapparatur sehen, die an jedes der vier Räder angebracht werden muss. Und die Reifen befinden sich hier auf solchen Dreh- und Schiebetellern. Damit können die sehr leicht in alle Richtungen gekippt werden und sich drehen. Und hier sieht man die Anzeige von dem Gerät, und zwar wird hier einmal, das ist jetzt für hinten, da wird einmal oben der Sturz angezeigt und die Spur, und der Sturz hinten, der wird hier über die sogenannten Strut Rods eingestellt. Das hier sind schon Aftermarket Strut Rods, im Original wird das über Exzenter eingestellt, hier kann man das mit einem Gabelschlüssel einstellen. Hier sieht man nochmal die Anzeigewerte, das hier ist jetzt für die Hinterachse. Und ja, man kann hier auch sehen, wo jetzt zum Beispiel an der Hinterachse hier in dem Fall die Spur eingestellt wird. Also bei der C3 kann man auch an der Hinterachse die Spur verstellen. Und zwar mit Hilfe solcher Shims, die ich da mit dem Hammer versucht habe, dort wieder reinzusetzen. Hier, das ist jetzt die Anzeige für die Vorderachse. Die Werte an sich werde ich am Ende des Videos vermerken, beziehungsweise unten in die Beschreibung schreiben. Man kann die Fahrzeuge auch unterschiedlich einstellen, je nachdem, ob das für die Straße oder für die Rennstrecke ist. Hier sieht man die Spurstangen der Vorderachse. Die werden auch verdreht und gehen dabei entweder zusammen oder nach außen. Und damit werden die Werte für die Spur verändert. Das ist hier der untere Wert. Ja, und hier als letztes sieht man noch vorne, das ist jetzt oben der obere Dreieckslenker. Da wird mit Hilfe dieser Shims hier der Sturz eingestellt und gleichzeitig verändert man aber auch mit diesen Shims den Nachlauf. Der Nachlauf sollte bei der Corvette so hoch wie möglich eingestellt werden und der Sturz, der kann auch je nach dem, was man für eine Tabelle heranzieht, eingestellt werden, eben auch, ob man eher damit auf der Straße unterwegs ist oder auch schneller auch mal in die Rennstrecke. Da gibt es meist verschiedene Werte dafür. Hier sieht man nochmal die Übersicht. Und wir gehen jetzt weiter zum Auto. Ich war dann nämlich fertig und der Andi ist gekommen, um das
so das ganze neue Probe zu fahren. Hat jemand Spaß an seiner Corvette? Ja, ich. Das muss jetzt alles mal ausgetestet Auto werden. Konzentrieren. Es ist so frappierend wie anders. Da machen wir mal gerade die Fahrschule hier noch in Ruhe. Dann nehmen wir den Kreisverkehr da noch mal kurz. Wir haben ja schon eine schöne Probefahrt miteinander gefahren. Und ja, es ist eine andere Corvette. Lenkt spitzenmäßig ein. Ja gut, dann fahren wir mal wieder zurück. Ja, wir sind jetzt zurück von unserer kleinen Probefahrt hier. Auto musste ja mal getestet werden, jetzt nachdem vorne und hinten so gut wie die meisten Teile jetzt auch erneuert worden sind. Ja, ich hoffe, du hast auch Spaß jetzt mit dem Wagen und wirst auch in Zukunft mit dem Auto viel Spaß haben. Definitiv. Und erstmal super Job, ich kann es nicht anders sagen. Ja, danke. Ich habe die ganze Zeit davon geträumt, du weißt es, seit ich es in 2017 habe. Wir haben immer drüber geredet, wir wollten es machen. Jetzt ist es gemacht und es hat es wirklich verdient. Und jetzt fährt sie so, wie sie fahren soll. Und ich wollte sie ja, habt ihr eh gesagt, die werde ich nie verkaufen, werde sie immer behalten. Mhm. Und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht mit dem Auto, weil du hast sie jetzt 4 Jahre, ja? 5 schon. Oder 5? 2017 ja. Habe ich die geholt, ja. Und es gibt noch vielleicht eine kleine Geschichte dazu. Also der Andi ist übrigens auch noch Hobbyautor, kann man das so sagen? Ja, oder Autor, Hobbyautor. Er hat im letzten Jahr nämlich auch ein Buch veröffentlicht. Das ist hier das Buch. Vielleicht kann man das mal auf der Kamera noch ein bisschen festhalten. Und ja, du kannst ja mal ein bisschen was dazu erzählen. Also, ist ja, genau. Warum erzähle ich es gerade hier jetzt in dem Zusammenhang? Ganz einfach, weil dieses Auto im Buch tatsächlich auftaucht. Also ich habe in diesem Buch, das ist ein Roman, ja, das ist ein fiktiver Roman, da ist von allem was drin und da gibt es einen Stefan und dem stößt du alles Mögliche zu. Lest einfach, dann findet ihr es raus. Drama, Liebe, Wahnsinn, alles drin, Abenteuer. Aber der hat auch eine 72er mit Schaltgetriebe, an der ich so viel selbst geschraubt hatte, wie an keiner meiner sonstigen Autos und die ich niemals verkaufen würde. Und ja, irgendwo haben wir hier den Bezug dazu. Genau. Und dabei bleibt es mein also, Baby. Und ich werde den Link auf jeden Fall in die Beschreibung packen. Ja, für dich. Vielen Dank. Und ja, wenn euch das Thema interessiert, dann schaltet einfach beim nächsten Mal wieder ein.